Hallo und herzlich willkommen in unserer Praxis für Sprachtherapie. Schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. Mein Name ist Simone Brandes, ich bin Diplom-Spracherpädagogin und Fachtherapeutin für Legasthenie. Mein Name ist Kathleen Christensen, ich bin Logopädin und Fachtherapeutin für Stimme. Zusammen führen wir die sprachtherapeutischen Praxen Sprichwort in Höxter und Beverungen seit über 20 Jahren. Zu uns kommen Patienten aller Altersklassen mit angeborenen oder erworbenen Beeinträchtigungen. Uns besuchen ganz kleine Patienten von unter einem Jahr bis hin zu unserer ältesten Patientin von 94 Jahren. Unsere Patienten haben meistens Schwierigkeiten mit dem Sprechen oder der Sprache, der Stimme, dem Schlucken oder beim Hören. Ebenfalls kommen Kinder zu uns, die Probleme beim Erwerb des Lesens und Schreibens haben. Ihre logopädische Therapie wird durch Hals-Nasen-Ohrenärzte, durch Neurologen, durch Haus-, Zahn- oder Kinderärzte verordnet. Unsere Leistungen werden in der Regel von Ihrer Krankenkasse übernommen. Manche Leistungen werden auch über das Jugendamt gefördert oder sind Privatleistungen. Menschen mit sprachlichen Problemen nach einem Schlaganfall oder aufgrund einer neurologischen Erkrankung, Personen mit stimmlichen Schwierigkeiten nach einer Schilddrüsen-OP oder aufgrund einer hohen stimmlichen Belastung im Beruf, sowie Kinder mit Sprachstörungen oder einer Leserechtschreibstörung sind bei uns genau richtig aufgehoben. Zu allen Störungsbildern finden Sie bei uns Therapeuten, die sich durch vielfältige Aus- und Weiterbildungen auszeichnen. Steckenpferde unserer Praxen sind die Fachtherapeuten für Stimme, Schlucken, LSVT bei Parkinson und Legasthenie. Haben Sie keine Scheu, uns aufzusuchen oder anzurufen. Wir freuen uns darauf, Sie beraten und Ihnen helfen zu dürfen. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir gut und gerne für Sie. Schauen Sie doch auch weiter auf unserer Homepage www.sprachheilpraxis.de. Wir freuen uns auf Sie.